inklusive Frauenarzt und Geburtshelfer aus Lüdenscheid im Mägischen Kreis. Das heutige Thema PCO. Wir werden uns das PCO-Syndrom nach mehrmaligen Anfragen widmen. Das ist ein sehr komplexes Krankheitsbild. Ca. 8% der Frauen weltweit im gebärfähigen Alter leiden an diesem Syndrom. In Deutschland wie in den meisten Industrieländern sind es gar 15% der Frauen im gebärfähigen Alter, die denn an diesem Syndrom leiden. Viele Frauen und Männer wissen mittlerweile von PCO-Syndrom nicht, weil die denn das Krankheitsbild verstehen, sondern weil sie denn das Komponent des Kinderwunsches, des unerfüllten Kinderwunsches auch viel mit zu tun haben. Allerdings ist das PCO-Syndrom ein vielfältiges Krankheitsbild, das nicht nur mit Kinderwunsch zu tun hat, das nicht nur mit Wechseljahr zu tun hat, das nicht nur mit Osteoporose zu tun hat, das nicht nur mit Stoffwechselerkrankungen zu tun hat, sondern auch mit Gefäßerkrankungen. Es ist sozusagen ein Hormondisbalance im Körper und eine Stoffwechselverwertungsstörung. Wie wird das denn definiert? Um überhaupt was zu verstehen, müssen wir auch die Definition nach den neuesten Kriterien verstehen. Und diese neuen Kriterien sind die sogenannten Rotterdam-Kriterien, weil die Experten damals 2013 oder so sich zusammengetan haben, um diese Erkrankung denn zu definieren. Um an PCO zu leiden, muss mindestens 2 von 3 wichtige Bilder denn gezeigt werden. Eins sollte denn die Regelblutung unregelmäßig oder selten oder gar nicht kommen. Das ist eine. Zweite, dass männliche Hormone vermehrt bei einer Frau nachzuweisen sind, entweder durch das klinische Bild, durch die Symptome, die die Frau denn hergibt, wie Haarwuchs, wie Akne, wie ölige Haut, wie eben dass die Haare denn am Kopf denn weniger wird und woanders mehr wird. Und dritter ist, dass man mit dem Ultraschall viele sogenannte Follikel, viele gleich große Follikel sieht, fast gleich große Follikel, mindestens 10 davon. Ich habe bewusst das Wort Follikel genommen, denn obwohl die Erkrankung polyzystisches Ovar-System heißt, auch polyzystisches ovarielles Syndrom heißt, sind das keine Zysten, sondern Follikel. Das sind heranreifende Eier in den Eierstöcken. Ich habe hier ein Bild vorbereitet. Bevor ich dahin gehe, zeige ich mal, wie bei der Frau aussieht. Das ist die Gebärmutter, das ist die Scheide, das sind die Eierstöcke und das sind denn die Eileiter. Und in den Eierstöcken sind denn viele Follikel, nennen wir die mal Zysten, obwohl sie per se keine Zysten sind. Zysten sind komplett was anderes. Haben wir denn in einem anderen Video denn schon besprochen und erklärt. Aber da sind viele unterschiedliche Follikel in unterschiedlichen Wachstumsphasen. Wenn ein Follikel groß und reif genug ist, wird das ausgelöst und dann kommt es zu Eisprung. Was wir aber haben bei dem sogenannten polyzystischen Erkrankung oder polyzystischen Ovar-Syndrom, ist, dass auch viele der Follikel fast gleich groß werden, zwischen 5 und 15 mm. Und dann kommt es aber nicht zu einem Eisprung. Und wenn es denn zu keinem Eisprung kommt, ist dieser Zyklus denn abnormal. Und dann kann es auch nicht zur Schwangerschaft kommen. Wenn wir hier auf diesem Bild gucken, sehen wir denn unterschiedliche Teile einer Frau. Da sind überwiegend, nicht alle, aber die Haut ist zum Beispiel eine Drüse, eine Hormondrüse. Aber ich habe jetzt ein paar Drüsen denn eingezeichnet. Wir sehen hier die Eierstöcke, die produzieren ihre Hormone. Wir haben hier die Nieren, die Nebennieren, die Bauchspeicheldrüse, Leber, die Brust, Schilddrüsen und auch das Gehirn mit den unterschiedlichen Teilen des Gehirns. Sie produzieren alle unterschiedliche Hormone. Jetzt zurück zur Definition von PCO. Ich habe gesagt, dass es denn einmal fehlende oder nicht häufige Regelblutung als einer der Symptome sind. Zweites ist, dass man denn vermehrt männliche Hormone hat.
Und als Dritte, dass man dann im Ultraschall dann dieses sogenannte polyzystische Bild hergibt. Wenn zwei von diesen drei Kriterien denn erfüllt sind, dann wird von PCO gesprochen. Das heißt, man könnte zum Beispiel keine regelmäßige oder fehlende Blutung haben, Menstruation haben und dann das Ultraschallbild von polyzystisches Ovar. Das ist PCO. Man kann auch männliche Hormone vermehrt haben mit den Symptomen. Und das Bild vom Ultraschall, das ist auch PCO. Man kann auch die ersten beiden denn haben, ohne das dritte Bild denn darzustellen. Und das ist auch PCO. Häufig aber, und das ist entscheidend, kommt hinzu, dass denn Zuckerverwertung bei all diesen Frauen, die PCO haben, das ist denn gestört. Das nennt sich Insulinresistenz. Insulin ist das Hormon, was denn in der Bauchspeicheldrüse produziert wird. Dieses Hormon ist dafür da, dass wenn wir denn gegessen haben, Zucker, in welcher Form auch immer, dann umgewandelt wird und verwertet wird in den Körper. Und das kann nur Insulin machen oder Insulinabkömmlinge. Wenn es denn ideal läuft, braucht der Körper eine bestimmte Menge an Insulin X, um Zucker denn zu verwerten. Aber wenn man denn immer viel zu viel Zucker zu sich nimmt und vor allem dieser einfach geprozessierte Zucker zu sich nimmt, dann wird irgendwann mal Insulin überfordert. Dann braucht der Körper mehr Insulin, um mehr und mehr Zucker denn in den Körper zu bringen. Und je mehr Insulin der Körper braucht, dann kommt es denn in einer Phase, wo man das als Insulinresistenz denn nennt, weil der Körper dann mit viel zu viel Insulin, bis es irgendwann mal zur Erschöpfung kommt, wo der Körper gar nicht nachkommt mit Insulinproduktion. Und das ist das, was wir dann als Zucker nennen, Diabetes. Aber man muss keinen Zucker haben, um Insulinresistenz zu haben. Diese Frauen mit PCO, die haben eben zwei von diesen Symptomen, die ich vorhin genannt habe, und zusätzlich ein Insulinresistenz. Das Ultraschallbild von PCO reicht allein nicht aus, um PCO-Syndrom zu deklarieren. Vor allem bei den jüngeren Frauen, die unter 18 sind, sollte man denn dieses Ultraschallbild allein nicht überinterpretieren. Man sollte am liebsten alle drei Symptome denn haben. Und noch weitere Symptome. Gegebenenfalls sollte man das auch mit Bluttestungen denn feststellen. Es ist ja so, dass PCO, auch wenn es eine Insulinresistenzkrankheit ist, ist auch bei Frauen, die denn nicht übergewichtig vorkommt. Ungefähr 30 bis 50% der Frauen mit PCO-Syndrom sind anscheinend, augenscheinlich, ganz normal gebaut, nicht übergewichtig. Aber viele der Frauen mit PCO sind leicht bis sehr stark übergewichtig, mit BMI von über 25, gar manchmal bis 35. Ja, und das ist denn ein großes Aspekt für die Therapie von PCO. Ich spreche direkt über Therapie von PCO und nicht über Kinderwunsch. Weil, obwohl man denkt, okay, das Ziel ist, dass man denn schwanger wird, es sind viele Risiken, die denn mit PCO einhergehen. Wenn man zum Beispiel PCO hat, kann man schwanger werden. Aber schwanger werden ist erschwert. Und auch wenn man schwanger wird, ist das Risiko für Fehlgeburten erhöht. Das Risiko, dass man Bluthochdruck in der Schwangerschaft hat, ist erhöht. Das Risiko, dass man sogenannte Schwangerschaftsvergiftung hat, ist erhöht. Das Risiko, dass das Kind und auch die Mama Zucker hat in der Schwangerschaft, ist erhöht. Das Risiko, dass man dann auch Kaiserschnitt hat, ist erhöht. Und überhaupt, es gibt unterschiedliche Methoden zu helfen, dass eine Frau schwanger wird, wenn es denn Probleme gibt. Viele Leute denken, oh, ich habe PCO, gehe ich zum Kinderwunschzentrum und dann wird alles gut. Die Chancen, schwanger zu werden, wenn man denn nicht PCO hat und Unterstützung braucht, ist niedrig. Wenn man aber PCO hat, ist auch mit Kinderwunschklinik, mit IVF, mit ICSI, sind diese Chancen noch niedriger. Und gar Fehlgeburtraten, nachdem man denn auch befruchtet hat und eingesetzt hat, ist
höher bei PCO. Deshalb ist es denn sehr, sehr sinnvoll, dass man denn die Therapie angeht, bevor man denn ja, die unterschiedlichen Methoden denn wahrnimmt, um dann schwanger zu werden. Welche Symptome hat denn die Frau, wenn sie den PCO hat? Wir haben ja geredet, dass es Menstruationsstörungen gibt, dass die Periode, jede Periode, das kürzer ist als 21 Tage oder länger ist als 35 Tage, ist denn nicht normal. Wenn es denn zu mit Zwischenblutung, das ist auch nicht normal, sodass unregelmäßige Blutung, fehlende Blutung oder seltene Blutung sind denn häufig die Problematik. Zweitens ist das denn mit dieser Behaarung oder dass die Haare sich denn ausdünnt, dass die Haut öliger wird, dass Behaarung auch hier an der Brustbereich, hier und auch unterhalb der Bauchnabel oder auch manchmal im Bauchbereich, Akne am Rücken, Libidoverlust, dass man keine Lust hat, dass man ist launenhaft. Launenhaftigkeit ist denn auch da, dass man Probleme hat als Frau mit Schlafen, sogenannte Schlafapnoe, man schnappt nach Luft. Wenn man denn schläft, man ist auch mit sich unzufrieden. Was kann man machen? Das A und O, wenn man PCO-Syndrom hat, ist denn eben diese Insulinresistenz im Schach zu halten. Aber bevor man denn überhaupt PCO-Syndrom diagnostiziert, muss man viele, viele Erkrankungen ausschließen. Es ist ein Ausschlusssyndrom. Es gibt ja andere Gründe, warum man Blutungsstörungen hat oder nicht schwanger werden kann, wie Schilddrüsenerkrankung, auch Schilddrüsenunterfunktion oder auch bei bestimmten Autoimmunerkrankungen, die dann mit Infektionen und Hashimoto, was ist denn für die Schilddrüsen auch relevant, einhergeht. Das muss man ausschließen. Man muss ausschließen, dass es keine Tumoren gibt, die denn zum Beispiel diese männlichen Hormone, diese Androgene, Hormone denn produzieren, entweder von sich alleine oder auch von diesem Tumor ausgehen. Man muss dann ausschließen, dass es auch keine Tumoren gibt, die denn zum Beispiel Prolaktin produzieren. Die können auch diese Störungen machen. Man muss auch gucken, dass es denn kein Cushing-Syndrom gibt. Das ist ein bestimmtes Syndrom, das denn mit den Nieren und Nebennieren zu tun hat. Wenn man denn diese und viele andere Erkrankungen ausgeschlossen hat, kann man sich denn auch auf PCO konzentrieren. Da ist aber noch eine andere Erkrankung, die man denn ausschließen soll. Und das ist denn insbesondere bei Frauen, die denn in ihren 30ern sind. Eine Frau, die denn sagt, oh, ich habe unregelmäßig Regelblutung, es kommt nicht so häufig und es ist irgendwie komisch. Man könnte sagen, ja, es ist denn wahrscheinlich PCO oder man kann denn den Grund suchen. Weil manchmal ist es so, dass es denn einfach, dass es denn eine sogenannte vorzeitige Eierstockinsuffizienz gibt. Das heißt, diese Frau leidet an einer Erkrankung, die sie denn in der vorzeitigen Wechseljahre denn versetzt. Und mit einfachen Bluttests kann man das feststellen. Weil bei PCO zum Beispiel hat man den hohen Östrogenwerte. Bei dieser vorzeitigen Wechseljahr Erkrankung sind die Östrogenwerte zum Beispiel sehr niedrig. Gut, bevor ich denn über die Therapie rede, möchte ich noch einen anderen Aspekt denn ansprechen. Frauen, die PCO haben, die haben andauernd hohe Hormone von Östrogene und Hormone von Testosteron. Und vor allem ein Hormon, das denn eigentlich die Östrogene und Testosteron kontrollieren, sogenannte LH und FSH, die sind sehr wichtig, um dann ihre Verhältnisse entscheiden, wann die Eier, die Eier denn heranreifen, wann es denn zu Eisprung kommt. Wenn man PCO hat, ist LH immer sehr hoch. Und die meisten Testungen, Ovulationstestungen, die zeichnen ab, wie hoch LH ist, um zu sagen, man steht kurz vor seinem Eisprung. Das heißt, für Leute mit PCO sind diese Tests nichts und null. Die bringen ja nichts, weil LH bei PCO immer hoch ist. Würde man denn diese Ovulationstests machen und würde denn immer, ja, man stünde kurz, immer kurz vor Ovulation. Einzige Möglichkeit, um zu sehen, ob es denn wirklich zur Ovulation kommen könnte oder man davor stand, ist, dass man regelmäßige Ultraschall macht.
Jetzt zur Therapie bei PCO. Es gibt noch andere Symptome, ich rede so ein bisschen durcheinander, dass die Frauen manchmal das Gefühl haben, die haben denn so schwärzliche Hautareale, pigmentierte Haut, einmal in der Achselhöhle, es ist manchmal schwarz, manchmal weiß, unterschiedliche Farbe. Die haben das an den Nacken, die haben auch am mehr bulligen Nacken, wenn man so will. Die haben auch unterschiedliche Veränderungen. Jetzt einzeln darauf einzugehen, würde den Rahmen sprengen. Für die Therapie ist es denn am wichtigsten, dass man denn diese Insulinresistenz entgegenwirkt. Und es ist sehr, sehr schwierig für Frauen, die übergewichtig sind, für Frauen, die leicht übergewichtig sind, dann entsprechend denen nur zu sagen, machen Sie eine Diät und alles ist gut. Diät allein reicht fast nie. Aber man muss ja sich bewegen und es wird empfohlen, dass man denn mindestens viermal die Woche sich rigoros bewegt, über 30 Minuten jeweils. Und man musste darauf achten, was und wie man isst. Und das ist denn wichtig. Warum ist das wichtig? PCO, auch wenn man weiß, dass PCO denn letztendlich, man dann drunter schon erwähnen kann, es hat Risiken für die Frau. In 20, 30 Jahren Frauen mit PCO, die später Bluthochdruckproblematik haben, die dann später Typ-2-Diabetes haben, die Gefäß- und Herzerkrankungen haben, viele, auch nachträglich hat man Untersuchungen gemacht, die Frauen so zwischen 50 und 70, die dann für mehr diese Erkrankung haben, haben an unterschiedliche Formen von PCO gelitten, als sie jünger waren. Und das ist das Gute bei PCO. Es gibt ja unterschiedliche Ausprägungen. Bei einigen Leuten ist es sehr ausgeprägt und bei anderen ist es weniger ausgeprägt. Bei einigen spielen denn bestimmte Sachen eine Rolle, bei anderen spielt es weniger Rolle. Zum Beispiel, viele Leute sind nicht dick dabei und haben trotzdem PCO. Wenn man denn sagt, man möchte denn auf das Essen achten, auf die Ernährung achten, man muss denn diese verarbeitete Kohlenhydrate und Zucker und versteckte Zucker, die wir in fast allem haben. Es wird zwar denn in den Verpackungen von unserem Essen Zucker geschrieben, aber die versteckten Zucker wie Xylit, wie Fructose, wie Mannose, wie Mannit und so weiter, schreibt man das aufgeteilt und man merkt nicht, dass auch die Süßstoffe und die aufgespaltene Zucker auch auf die Bauchspeicheldrüse denn einen Einfluss hat. Der Körper ist daran gewöhnt, wenn der Körper was Süßes zu sich nimmt, auch Süßstoff, dann erwartet der Körper, dass es denn auch Kalorien hinterherkommt. Wenn man Süßstoff nimmt und irgendwelche Diätprodukte nimmt mit Süßstoff, dann hat man zwar weniger Kalorien in dem Moment, nur der Körper erwartet, dass was Süßes hinterherkommt und später holt man sich das denn von woanders und diese bleibt dann in den Körper stecken, wenn man so will, weil das umgewandelt wird in Fett und Cholesterol und so weiter. Deshalb muss man denn auf diese Sachen denn achten, was man isst. Man muss rigoros Sport machen, kann man das auch in Gruppe machen. Und was Sport angeht, es bringt nichts, das zu machen, was einem keinen Spaß macht. Es sollte einem Spaß machen. Wenn man sagt, ich möchte viermal die Woche Sport machen, wenn es Schwimmen ist, dann gehen Sie schwimmen. Viermal die Woche rigoros schwimmen gehen. Wenn es denn Fahrradfahren ist, rigoros Fahrradfahren, weil es Spaß macht. Wenn es Zumba ist, wenn es Spinning ist, wenn es Fitnessstudio ist, wenn es Handball spielen, das, was Sie machen, müssen Sie mit Herz machen. Und auch Diät. Diät allein kommt meistens nicht zu Gewichtsverlust. Und auch wenn Gewichtsverlust denn hochgeprangert wird, es wird ja als Ziel, dass man denn ungefähr 5 bis 8% des Körpergewichts verliert. Viele Frauen, die nur 5% des Körpergewichts verlieren und aktiver werden, werden schwanger trotz PCO. Man sieht denn im Ultraschall, dass dieses Bild von PCO nicht mehr darstellt. Die Frauen werden leichter schwanger. Ich habe, was Ultraschall angeht, hier ein Bild vorbereitet. Wenn jemand unter der Pille ist, sieht manchmal der Eierstock so aus. Das ist kein PCO. Die Folliken oder sogenannte Zysten, die sind alle fast gleich groß, aber die haben eine Struktur, die sind überall verteilt im Eierstock.
Das ist teilweise wegen Wirkung von der Pille. Wenn man hier guckt, diese typische PCO-Bild, die Zysten oder Follikel sind mehr an den Rändern im Eierstock verteilt und hier ist eine sehr große Verdichtung. Das ist das typische Bild von PCO. Circa 10 bis 12 oder mehr kleine Follikel oder Zysten, die ungefähr gleich groß sind und circa 5 bis 15 mm im Durchmesser sind. Das und das könnte ähnlich sein, aber man sieht, dass es hier in der Mitte, diese sogenannte Struma, ist anders aufgebaut als hier. Das ist denn sehr, sehr wichtig zu wissen, dass eine Frau, die unter der Pille ist, kann man schlecht als PCO-Patientin diagnostizieren. Und es ist auch nicht sehr sinnvoll, PCO-Diagnostik zu machen, wenn man unter der Pille ist. Denn zum einen, wegen dieser Pillefunktion wird denn Testosteron denn reduziert. Ja, es ist ungefähr 50% niedriger, als wenn die Frau mit PCO keine Pille denn einnehmen würden. Sodass, wenn jemand denn die PCO-Diagnostik machen möchte, aber eine Frau, die unter Pille ist, sollte man vielleicht die Pille denn mit der Pille aufhören, 3 Monate ohne Pille und anders verhüten, hormonfrei. Und dann erst die Diagnostik machen. Bei der Frau, die denn jetzt eine Therapie macht, wo Diät und auch mit Bewegung was macht, in weniger als 3 bis 4 Monaten ist der Körper schon so umgestellt, dass es denn eine Schwangerschaft bei bis zu 83% der Frauen möglich ist. Manchmal ist es sinnvoll, dass wir denn mit bestimmten Medikamenten helfen. Ein Medikament wie Metformin, das man Diabetiker gibt, das verbessert die Insulinresistenz. Die Insulinsensitivität wird dann verbessert. Und zwar wird man nicht unter Metformin groß abnehmen, wegen Metformin, aber man nimmt nicht zu. Vor allem, wenn man denn Diät und Sport und Metformin bei Frauen, die ein bisschen fülliger sind oder gar dann auch sehr fühlig sind mit BMI von 25 und mehr, ist das denn sehr, sehr sinnvoll und relevant. Wenn man denn gut damit zurechtgekommen ist, kann man denn auch immer noch mehr an Therapie machen. Man kann denn zum Beispiel denn die Eireifung denn vorantreiben, bestimmte Medikamente wie Clomiphene und ja, kann man gar denn auch den Eisprung denn auslösen, wenn es notwendig mit anderen Medikamenten. Manchmal ist Clomiphene und Metformin in Kombination besser zu geben. Es gibt aber auch Frauen, die dann unter Clomiphene nicht zurechtkommen und werden trotzdem kriegen keinen Eisprung, werden nicht schwanger. Manchmal bei dieser Patientin reicht es nur aus, wenn man Vitamin C dazu tut. Vitamin C, ein Antioxidant, auch ein sehr wichtiges Vitamin. Genau wie Vitamin D. Und dabei bei Vitamin D, das ist es am sinnvollsten, wenn man die D3-Vitamine zu sich nimmt. Jetzt zurück zu Metformin. Wenn man Metformin denn einnimmt, um eben diese Insulinresistenz denn besser zu machen, beziehungsweise Insulinsensitivität besser zu machen, soll man darauf achten, dass wenn man Metformin für länger als 4 Monate zu sich nimmt, kann es sein, dass wegen Metformin man einen Vitamin B12-Mangel bekommt. Weil Metformin macht manchmal Übelkeit, macht manchmal Durchfall und verändert dann das Magen-Darm-System. Deshalb muss man dann gegebenenfalls supplementieren. Es gibt noch andere Sachen. Man soll denn mehr auf Frucht und Gemüse der Früchte und Gemüse, Obst und Gemüse denn umsteigen. Man sollte dann kleinere Mahlzeit nehmen. Man sollte ja nicht auf Fett, vor allem nicht auf Omega-3-Fette und fischölige Sachen denn verzichten. Und es ist auch nicht unbedingt absolute Gewicht, was denn was ausmacht. Wenn man anfängt, Sport zu machen, nimmt man ab. Und wenn man denn auch Krafttraining macht, kommt Muskelmasse dazu. Und dann hat man das Gefühl, man hat nicht großartig abgenommen. Was bei PCO wichtig ist, ist, dass man denn nicht diese Bauchfett denn anlegt. Wenn man ja ständig misst, wie Bauchumfang ist, wenn es unter 80 ist, ist es gut, wenn es über 88 ist, ist es nicht gut. Und dann kann man denn nach ein paar Monaten Sport das messen. Und wenn ich sehe,
Es ist kleiner geworden, das ist eine bessere Indikation als Gewichtabnahme. Oder wenn man denn die gleiche Klamotten vor 4 Monaten denn anzieht und merkt, dass es denn bequemer ist, und man sitzt besser drin, dann ist es auch besser. Bei PCO sind ja einige Hormone, die ja im Spiel sind. Ich habe von Insulin gesprochen. Wenn Insulin sehr hoch ist, habe ich hier auch zusammengefasst. Oder habe ich nicht? Ja, habe ich. Wenn Insulin sehr hoch ist, gibt es ein bestimmtes Hormon, was denn in der Leber produziert wird. Das nennt sich SHBG. Das ist Sexhormon. Das Hormon bindet an das Sexualhormon. Und Sexualhormone sind ja Testosteron, Östrogen und gar Cholesterol, das ist eine Vorstufe. Aber wenn diese Sexualhormone dann niedrig ist, dann gibt es mehr freie Testosteron, mehr freie Östrogene und mehr freie Cholesterol. Und wenn es denn viel mehr freie Testosteron gibt, dann hat eine Frau diese männliche Merkmale. Diese männliche Merkmale, die dann auch die Frau zu einem stören kann, depressiv machen können, ein schlechteres Körperbild haben könnte von sich und Unzufriedenheit denn verursachen, kann auch zu Gewichtszunahme, diese männliche Form von Gewichtszunahme wegen hoher Testosteron und hoher Cholesterol. Und auch dieser Bartwuchs, Lippenbart und auch Kinnbart und woanders auch Behaarung und Akne auch an den Rücken, das stört viele Frauen. Man kann die einzelnen Probleme angehen. Man kann den wegen Akne Mittel geben gegen Akne. Man kann wegen Menstruationsstörungen geben, die Pille oder noch andere Medikamente geben. Man kann den auch wegen dieser vermehrten Haare im Körper wachsen, lasern. Man kann auch wegen ausdünnender Haare auch Mittel geben, die dann auch der Haarwuchs denn verbessern. Die sind bedingt nützlich, die sind bedingt auch erfolgreich. Aber an das Kernproblem könnte man denn gehen. Wenn Östrogen erhöht ist, dann wird auch die Gebärmutterschleimhaut, wird das denn mehr verdickter. Wenn Östrogen dauerhaft hoch ist, aber Progesteron nicht hoch genug ist, dann bleibt Gebärmutterschleimhaut dick. Das ist auch ein typisches Symptom für einige PCO-Patienten. Das heißt, man sieht denn dieses Bild am Ultraschall und guckt dann auch auf die Gebärmutterschleimhaut und es ist dann sehr dick, kommt aber nicht zur Blutung. Und wenn es nicht zur Blutung kommt, es ist nur eine Wuckerung hier in der Gebärmutter. Diese Zellen in der Gebärmutter teilen sich mehr und wuckern. Wenn es nicht zur Abblutung kommt und nur weitere Abwuckerung, dann kann es denn zu Krebs und Krebsvorstufe in der Gebärmutter kommen. Das ist das Gefährliche auch mit bei PCO, dass es denn auch Gebärmutterkrebs verursachen können. Deshalb in solchen Fällen strebt man an, so ungefähr circa 4 bis 6 Mal im Jahr eine Blutung zu verursachen. Entweder denn durch Gabe von sogenannten Progestin oder Progesteronmittel oder die Pille. Es ist nicht schlimm, wenn man die Pille nimmt und kein PCO hat oder nur die Pille nimmt und hat regelmäßige Abblutung oder hat denn eine sehr dünne Gebärmutterschleimhaut. Wenn die Gebärmutterschleimhaut nicht vermehrt und nicht wuckert, kommt es auch nicht so in der Regel nicht zu Krebs und Krebsvorstufe. Aber wenn es denn sich regelmäßig teilt und wuckert und es wuckert wegen Östrogen, zu viel Östrogen, dann kann es denn eben zu dieser Krebserkrankung in der Gebärmutter kommen. Das sollte man wissen. Ja? Und da sind noch andere Sachen, die denn passieren, wenn Östrogen hoch ist. Gebärmutterschleimhaut wird dick, Testosteron und andere männliche Hormone wird vermehrt. LH wird sehr, sehr stark und FSH wird auch zwar erhöht, aber nicht so stark erhöht wie LH. Dabei ist es so, dass der Körper das für sich schon eingestellt hat, dass eine bestimmte Relation zwischen LH und FSH geben muss, um zu einem Eisprung zu kommen. Wenn aber LH die ganze Zeit viel höher ist als FSH, dann kommt es nicht zu Eisprung und so kommt es auch nicht zu einer Schwangerschaft. Muss man ja wissen. Und wenn es keinen Eisprung, keine Befruchtung und keine Schwangerschaft. Diese Dynamik muss man ja ändern. Hier habe ich was aufgeschrieben. Welche Probleme hat man denn bei PCO?
viele Probleme. Und als Arzt ist es denn wichtig, zusammen mit der Patientin festzustellen, was ist das größte Problem für diese Patientin. Ich habe ja gesagt, man sollte ja nicht nur ein Ziel denn verfolgen und alles andere lassen. Bei pubertierenden Patientinnen sollte man denn nur PCO therapieren wollen, wenn man sich sehr sicher ist. Manchmal ist es sogar besser, dass man nach 2 Jahren erstmal dann nochmal erstmal beobachte und dann in 2 Jahren nochmal das Ganze dann nochmal neu beurteilt. Wenn eine Frau so ab 18 Jahre alt ist, kann man denn mit diesen sogenannten Kriterien denn feststellen wegen PCO. Hier habe ich geschrieben, emotionale und psychische Belastung der Frau, zum Beispiel wegen Gewicht, zum Beispiel wegen Haarwuchs, wegen Akne, wegen Libidoverlust, wegen Angst vor Nähe. Da muss denn der Arzt denn gucken, ist das das, was die Frau stört, wie kann man denn da helfen? Gewicht kann man auch gucken, wie kann man denn Beratung machen und Ernährung. Und es ist wirklich langwierig, es ist keine Sache, die man denn kurz macht und dann ist alles zu Ende. Ich habe gesagt, wenn man den Kinderwunsch hat, sollte man Diät und auch Bewegung und auch andere Sachen machen. Es ist aber sinnvoll, wenn eine Schwangerschaft eintrifft, dass man keine Diät mehr macht. Man soll ja gesund und ausgewogen sich ernähren und auch Sport machen. Aber Diät, vor allem Radikaldiät, die sind erstmal meistens nicht von Dauer. Aber zweitens, die sind ja meistens auch nicht mit einer Schwangerschaft ganz gut verträglich. Wenn die Frau sagt, Kinderwunsch ist mein Ziel, dann kann man dann entsprechend dann diese 3-4 Monate Vorbereitung machen, um dann auf Kinderwunsch und die Vorbereitung darauf denn auch mit der Frau denn eingehen. Wenn die Frau sagt, meine Periode ist so unregelmäßig, ich komme nicht zurecht, ich möchte aber verhüten, ich möchte kein Kind, dann muss man denn zusammen mit der Frau denn reden, wie soll denn verhütet werden. Manchmal kann man hormonfrei denn verhüten und dann wird denn kein Kind kommen, aber die Blutungen sind manchmal stärker. Manchmal sind es Mirena und andere Spiralformen. Es gibt viele andere Hormonspirale. Es gibt Kelina, es gibt Mirena, es gibt Jedes, dass ich jetzt ein paar Namen genannt habe. Es gibt keine Präferenz, aber man muss dann gucken, was denn für einen besser ist. Das war nur der Name, das denn bei mir denn aufgetaucht ist im Kopf. Aber wenn die Patientin Schlafstörungen wie Schlafapnoe hat, dann muss man denn auch gucken, wie man denn damit umgeht. Sie sehen ja, es sind ja vielfältige Problematik. Und da musste denn Frauenarzt als Drehkreuz zusammen mit dem Hausarzt, manchmal mit dem Psychologen oder Neurologen, und auch Hautarzt, Dermatologen gucken und reden.